So, da sind wir wieder bei einem unserer Mittelstandsinterviews. Herzlich willkommen. Hans-Peter Nebe ist mein Name vom BVMW Mittelstandsverband. Wir haben dieses Jahr am 14.03. nicht nur Kommunalwahlen, sondern auch Bürgermeisterwahlen und vor allen Dingen Oberbürgermeisterwahlen in Bad Homburg. Und dazu haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, Alexander Hetjes, amtierender Oberbürgermeister in Bad Homburg und CDU-Mitglied, insofern auch amtierend jetzt für die nächste Amtsperiode. Lieber Alexander, herzlich willkommen. Schönen Dank, dass wir miteinander sprechen dürfen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, danke sehr. Es ist ja immer interessant, einfach mal die Kandidaten ein bisschen näher kennenzulernen und auch zu wissen, wofür stehen sie eigentlich politisch, gerade in den jetzigen Zeiten, wo man nicht so richtig zusammenkommen kann und in meine persönliche Gespräche einsteigen kann, ist das schön, dass wir einfach auch im Rahmen eines solchen Video-Interviews uns mal austauschen können. Wir fangen immer gerne mit dem Menschen an und da ist mal interessant zu erfahren, warum bist du eigentlich damals in die Politik gegangen, warum hast du damals kandidiert, warum kandidierst du heute für deine zweite Amtszeit? Ja, also ich war schon immer ein politischer Mensch gewesen. Also mich hat das schon als kleines Kind fasziniert, Wahlen und Wahlkampf und so weiter. Es war auch so, dass ich immer mit meinen Eltern mit ins Wahlbüro wollte, ins Wahllokal und da dann auch am besten mit hinter den Sichtschutz, um zu gucken, was die dann da so machen. Früher war das ab und zu noch möglich, wenn die alle Augen zugedrückt haben, dass dann die kleinen Kinder mitgekommen sind. Geht ja heute nicht mehr so ganz. Und ja, da war der Weg so ein bisschen vorbestimmt. Mit 16 habe ich mich dann entschieden, einer Jugendparteiorganisation beizutreten. Da ist die Wahl dann auf die Junge Union gefallen. Und dann ist man dann ja da so mitgefangen, ne? Also wenn man da so ein bisschen sich einarbeitet, mitmacht. Es kam dann so, dass ich neben meiner Schule her in der CDU-Kreisgeschäftsstelle hier im Hochtaunuskreis dann gejobbt habe. Und dann bin ich 2018 CDU-Mitglied geworden und 2001 dann das erste Mal ins Stadtparlament gewählt worden. Und so hat sich das dann dementsprechend entwickelt. Du kandidierst ja für deine zweite Amtszeit. Lass uns doch ganz kurz mal einen Rückblick auf deine ersten 5 Jahre werfen. Wie waren die so? Wie hast du erlebt? Gab es da Highlights? Ja, also es gab viele Highlights. Es war eine unglaublich aufregende Zeit. Und hätte mir vorhinein einer gesagt, wie schnell 6 Jahre rumgehen können, ich hätte es nicht geglaubt. Also es ist eigentlich so, auch jetzt ist ja ein sehr spezieller Wahlkampf, dank der Rahmenbedingungen durch Corona, den wir führen müssen, was ja auch logisch ist. Aber es ist so gefühlt, als wäre das gerade erst vorbei gewesen und man hätte angefangen und schwupps ist man schon wieder im Wahlkampf. Also die Zeit ging unheimlich schnell rum. Also das ist so das erste Prägende, was einen sehr fasziniert. Hat natürlich auch mit der Termindichte zu tun, die man hat. Also das Amt ist sehr herausfordernd auch. Man hat praktisch keine Freizeit mehr, also jetzt unter Normalbedingungen, wenn man jetzt das Corona-Thema und die Rahmenbedingungen dazu mal weglässt. Das heißt, 80, 90 Stunden Wochen sind völlig normal, kein freies Wochenende. Das sind auch erstmal Dinge gewesen, an die man sich da gewöhnen musste. Das war in meinem früheren Job dann doch etwas anders und wesentlich mehr selbstbestimmt. Das ist auch gerade Thema Selbstbestimmtheit so eine Sache, sondern man wird geführt durch das Vorzimmer und den Kalender und muss dann eigentlich folgen. Das sind alles Dinge, an die man sich gewöhnen musste. Thematisch ist es natürlich so, hat mir eine große Bandbreite, die wir hier angestoßen haben. Erinnert dann nur an unser großes Stadtentwicklungsprojekt, unser Regiebuch 2030 für Bad Homburg mit der immensen Bürgerbeteiligung, die stattgefunden hat. Aber auch so völlig kuriose Dinge, wo dann auf einmal Tennisverantwortliche und Tennisgrößen vor einem sitzen und sagen, hey, wir wollen ein WTA Professional Damenturnier in Bad Homburg stattfinden lassen, weil wir haben uns mit der Geschichte beschäftigt und das ist ja grandios, was es hier alles gibt. Und man denkt so, oh ja, super, tolle Idee für die Stadt, bis man dann erfährt, das muss auf Rasen sein. Also das waren alles so Dinge, wo man gesagt hat, ja, wirklich beeindruckend, was man hier auch erleben darf. Und das Schönste allerdings, rückblickend auf den oder über die 5 Jahre, war immer wieder die Begegnung mit Menschen. Und der Vielfalt, die wir hier in Bad Homburg zu bieten haben, grandios und das wird immer in Erinnerung bleiben. Okay, danke schön. Ja, lass uns doch mal in den März hineinblicken auf deine Kandidatur. Was sind so die 3 wichtigsten
Punkte, die mit deiner Kandidatur, die am wichtigsten sind? Ja, also ich möchte natürlich auch, so wie ich es in den letzten 6 Jahren gehandhabt habe, immer ansprechbar sein für die Bürgerinnen und Bürger. Das war eine Maßgabe, die ich hier auch im Rathaus ausgegeben habe, schon an meinem ersten Arbeitstag. Jeder, der einen Termin haben will, bekommt einen Termin. Egal, ob jetzt telefonisch, Präsenz, Videocall heute. Das muss sein, also gerade als Oberbürgermeister dieser Stadt, da gehört das mit dazu, dass man ansprechbar ist und ansprechbar auch sein muss. Und das ist eine Grundbeschreibung von der Job Description, die man hier mitbringen muss. Das möchte ich natürlich auch so weiter pflegen. Und ein großer Punkt, ich hatte es angesprochen, Stadtentwicklungskonzept, Regiebuch, Bad Homburg 2030. Da sind ja viele Themen genannt und jetzt wird es darum gehen, diese Themen auch abzuarbeiten. Und um das dann nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wir haben das Thema Mobilität, das war das meistgenannte, wo wir die größten Handlungsfelder noch zu erledigen haben. Dann das Thema Kurhaus, Kurhausumfeld, ein, möchte mal sagen, Jahrhundertprojekt für unsere Stadt, was wir da angehen müssen mittlerweile, weil das Gebäude in eine gewisse Zeit gekommen ist. Das Thema Sicherheit, Neuaufstellung der Stadtpolizei, das Thema Klima ist für uns als Kurort natürlich schon seit Jahrzehnten ein wichtiges und wird auch dementsprechend so von uns behandelt. Da liegt ein ganz, ganz großer Fokus drauf, auch in den letzten 6 Jahren. Dann wird es auch noch darum gehen, nach Corona, ich sage mal, die städtischen Strukturen zu erhalten und zu schützen. Das ist auch eine immense Aufgabe, die vorher noch nicht abzusehen war. Also das ist alles so dieser zweite Punkt, Thema ISEC, Regiebuch Bad Homburg 2030 und die Umsetzung. Und das Ganze natürlich immer flankiert mit unserem neuen transparenten Politikstil, den wir in den letzten 6 Jahren eingeführt haben. Und da spielt natürlich das Thema Bürgerbeteiligung eine alles entscheidende Rolle. Du sagst ja immer so schön, Oberbürgermeister von Bad Homburg ist der schönste Job der Welt. Das denken offensichtlich andere auch. Es gibt auch andere Kandidaten. Insofern wäre es mal interessant zu wissen, worin unterscheidest du dich von deinen politischen Alternativen? Ja, das ist für mich persönlich schnell beantwortet. Ich habe den allergrößten Respekt vor jedem und von jeder, die in einem Rennen um ein öffentliches Amt geht, so auch jetzt bei der anstehenden Oberbürgermeisterwahl. Und da über gegnerische Kandidaten zu sprechen, ich finde, das gehört sich nicht. Ich denke, der Unterschied lässt sich gut ablesen am Programm. Okay. Gibt es irgendwas, was es mit dir nicht geben wird? Ja, es wird ganz bestimmt mit mir keine Verschwendung von Steuergeldern geben. Es wird mit mir keine ungerechten Steuerhebesätze geben. Da müssen wir ein verlässlicher Partner bleiben in Bad Homburg, gerade in der jetzigen Krisenzeit. Und es wird mit mir, und dafür setze ich mich ein, keine unausgeglichenen städtischen Haushalte geben. Das heißt, die städtischen Haushalte, das ist ein oberstes Prinzip und hat auch oberste Priorität bei uns, dass die städtischen Haushalte ausgeglichen sind und dass wir auch dadurch, weil wir dann diesen finanziellen Rahmen, diesen großen, den wir auch in dieser Stadt haben, durch die starke Finanzkraft der Stadt Bad Homburg, weiterhin ein verlässlicher Partner der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Unternehmen hier am Standort sind. Mhm. Ist ja mal interessant, so Dinge mal vom Ende her zu denken. Woran werden die Menschen spüren, wenn sie dich gewählt haben, am Ende deiner Amtszeit oder der nächsten Amtszeit, dass sie mit dir die richtigen Wahl getroffen haben? Naja, sie werden das merken daran, dass sie bei großen und wichtigen Entscheidungen in der Stadt mit eingebunden wurden, ein Mitspracherecht hatten. Sie werden es daran merken, dass sie weiterhin in einer prosperierenden, schönen, auch kulturell gepflegten Stadt wohnen werden. Und sie werden es auch daran merken, dass Bad Homburg immer noch eine wunderschöne grüne Oase sein wird. Und das meine ich nicht politisch. Dankeschön. Lass uns doch mal ein bisschen auf das Thema Wirtschaft und Mittelstand eingehen. Es wäre mal interessant zu wissen, was muss aus deiner Sicht getan werden, damit die wirtschaftliche Entwicklung in Bad Homburg dauerhaft gesichert sein wird? Ja, also es ist ja so, Bad Homburg ist Stand jetzt ja schon ein sehr, sehr starker Wirtschaftsstandort innerhalb der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Und wir müssen uns aber breiter aufstellen, sowohl was die Branchen betrifft, als auch die unterschiedlichen Größen der Unternehmen, die hier am Standort sind. Damit das funktioniert, brauchen wir
auf alle Fälle eine bessere Infrastruktur, was die verkehrliche Anbindung betrifft. Da will ich nur mal ins Gedächtnis rufen, dass wir uns ja dafür entschieden haben. Es war auch ein Großprojekt der letzten 6 Jahre, die U2-Verlängerung von Gonzenheim zum Bad Homburger Bahnhof durchzuziehen. Es war eine große Forderung auch der ansässigen Unternehmen hier am Standort. Wir haben dafür auch politisch gekämpft und auch politisch gestritten und haben uns auch ganz klar dafür den Weg der Bürgerbeteiligung ausgesprochen. Es gab ja einen Bürgerentscheid zeitgleich mit der letzten Landtagswahl. Und mit 71% haben die Bad Homburger Bürgerinnen und Bürger gesagt, ja, wir wollen diese U-Bahn-Verlängerung. Also es war ein toller Erfolg. Vor dem Hintergrund auch, dass man bedenkt, wenn ich recht informiert bin, das ist der einzige Bürgerentscheid in den letzten Jahrzehnten im Bundesland Hessen, der für ein Infrastrukturprojekt ausgefallen ist und nicht dagegen. Also das spricht auch für die Arbeit, spricht aber auch für die Bürgerinnen und Bürger, die sich sehr intensiv mit den Themen, die anstehen, auch auseinandersetzen. Also da auch mal ein großes Kompliment. Und dann ist natürlich auch noch ein wesentlicher Punkt, Thema Regionaltangente West. Da sind wir ja Mitgesellschafter bei der RTW GmbH. Es geht darum, dass Bad Homburg einen direkten Anschluss bekommt, Schienenanschluss auch an den Frankfurter Flughafen. Auch das ein Thema, was die ansässigen Unternehmen hier am Standort stark gefördert haben. Und generell, wir werden dieses Jahr, es ist schon beschlossen und wir sind auch schon in der Aufstellung dazu, ein integriertes Mobilitätskonzept für Bad Homburg erarbeiten, ein ganzheitliches Konzept, was alle Verkehrsarten umfasst, wie wir uns bis 2035 mit dem Thema Mobilität in Bad Homburg aufstellen wollen. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ebenso wie das Thema Digitalisierung. Auch das ist ein wichtiger Punkt, den wir noch tiefer angehen werden in den nächsten 6 Jahren. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass nicht mehr nur verkehrliche Anschließungen, steuerliche Hebesätze und so weiter ein ausschlaggebender Punkt sein werden, ob sich Unternehmen am Standort ansiedeln. Nein, auch der Digitalisierungsgrad, sowohl der Stadt als auch der Verwaltung, wird elementar wichtig sein, wie ich als Wirtschaftsstandort funktioniere. Deshalb haben wir eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet, auch schon beschließen lassen. Und nach dem Beschluss wird es dann in den nächsten Jahren um die Umsetzung gehen. Wir haben nächste Woche im Magistrat auch eine Vorlage dazu. Es wird starten mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in Bad Homburg. Wir wollen flächendeckend überall einen Glasfaseranschluss anbieten. Und da fällt jetzt schon der Startpunkt, Thema Smart City und so weiter. Also auch ein hochspannendes Projekt. Und dann natürlich auch weiterhin Ausbau Kinderbetreuung. Auch das ist etwas, was von den Unternehmen gefordert wird. Es ist logisch, wir müssen den Mitarbeitenden in den Unternehmen den Rücken frei halten, was das Thema Kinderbetreuung betrifft, damit Unternehmen eben die notwendigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finden, um auch dann wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Gibt es ein wesentliches Anliegen des Mittelstands, dem du dich als Oberbürgermeister widmen wirst? Ja, gibt es immer wieder. Also wir führen ja sehr stark Gespräche mit unserer Wirtschaftsförderung, mir und den ortsansässigen Unternehmen hier am Standort in Bad Homburg. Und da gibt es von vielen Firmen immer wieder die gleiche Marschrichtung für uns. Mensch, da und da, da muss mehr getan werden. Und bei einem dieser Themen geht es halt natürlich auch immer um das Thema Flächenbedarf. Und das ist auch eine große Herausforderung für uns als Stadt, wo wir dran arbeiten. Deshalb ja auch unser Stadtentwicklungskonzept. Wir sind innerhalb der Metropolregion in einer schwierigen Lage, weil wir natürlich konkurrierende Nutzer untereinander haben. Das heißt, wir haben einen Mangel an Wohnungsbau, dafür muss ich Land vorhalten. Wir haben aber auch einen extremen Mangel an guten, brauchbaren, gut erschlossenen Gewerbeflächen. Und da muss ich ziemlich gut abwägen, wie will ich mich aufstellen und wie will ich mich entwickeln. Fakt ist, dass wir neue Gewerbeflächen ganz, ganz dringend hier in Bad Homburg ausweisen müssen, sowohl für die Bestandsunternehmen, dass sie eine Zukunftssicherheit haben, dass sie sich am Standort entwickeln können und sich nicht umgucken und dann wegziehen. Aber auch, und das ist für unsere Finanzkraft wieder wichtig, um dann auch alles das leisten zu können, die vielen freiwilligen Leistungen, die wir in der Stadt anbieten, auch wo natürlich auch Unternehmen in den Genuss kommen, ist natürlich neue Unternehmen hier am Standort anzusiedeln. Das ist ganz
elementares Thema, aber auch, und deshalb sagte ich, es muss Ausgleich da sein, auch das Thema bezahlbarer Wohnraum, weil die Unternehmen natürlich auch es gerne sehen, wenn die Mitarbeitenden, ich sag mal, unternehmensnah wohnen und dann auch das ganze Thema mit Pendeln und wie komme ich morgens zur Arbeit und Stau und die ganzen Themen da eben nicht auf der Tagesordnung stehen. Also das sind so die wesentlichen Punkte. Bei welcher Herzensangelegenheit wünschst du dir die Unterstützung der mittelständischen Wirtschaft vor Ort? Hauptsächlich daran, dass man von Seiten der Unternehmen diesen Spirit, diesen besonderen Spirit, den wir hier in der Stadt haben, und das sagen uns auch die Unternehmen, wenn wir im Gespräch mit ihnen sind, es ist ganz, ja, es sind ganz besondere Rahmenbedingungen, die man hier in Bad Homburg vorfindet. Und das wäre mein Wunsch, dass man das auch von Seiten der Unternehmen stärker nach draußen trägt, wenn man dann außerhalb der Stadtgrenzen unterwegs ist und somit auch als Botschafter für unsere Stadt dann hier auch eintritt und das rumerzählt und auch ein bisschen Werbung für uns machen. Ich denke, das wäre gut. Und genauso natürlich auch, ich hatte es angesprochen, Thema Bürgerbeteiligung. Das betrifft nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Unternehmen, die eingebunden werden in die Beteiligung bei politischen Entscheidungsprozessen und dann natürlich auch die herzliche Bitte, sich zu engagieren. Dankeschön. Lass uns doch vielleicht zum Abschluss nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Nehmen wir mal an, dass du jetzt wiedergewählt wirst zum Oberbürgermeister. Was wirst du in den ersten 100 Tagen machen? Wie können wir uns das vorstellen, so deinen Alltag? Ja, es ist leider wird es nicht verschwinden, das Thema Corona. Das hält uns jetzt schon circa ein Jahr in Atem. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nach der Wahl es genauso weitergehen wird. Bis zum März wird Corona nicht verschwinden, leider. Das heißt, da wird es auch darum gehen, Corona hier weiterhin so gut im Griff zu behalten in der Stadt, wie wir das getan haben. Wichtig ist für uns dann natürlich an oberster Stelle die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Und aber auch, dass wir die Maßnahmen, die wir treffen, natürlich mit Weitblick treffen und auch uns dabei immer hinterfragen, wie steht das, was wir an Entscheidungen treffen, im Verhältnis zu Gesundheit, zu wirtschaftlicher Entwicklung und auch zur persönlichen Freiheit. Und das muss immer sehr, sehr gut miteinander abgewägt werden. Das haben wir in der Vergangenheit getan. Deshalb stehen wir auch nicht nur in Bad Homburg, sondern generell im Hochtaunuskreis, finde ich, auch sehr gut da, was die Infektionszahlen betrifft. Aber so müssen wir dann auch weiter fortführen. Das heißt, Corona lässt sich nicht wegdiskutieren und leider auch nicht auslassen, aber das wird ein wesentlicher Punkt sein. Und dann wird natürlich das Thema Kurhaus und Kurhausumfeld uns in den ersten 100 Tagen immens beschäftigen. Und auch viel Zeit in Anspruch nehmen, denn spätestens im Frühjahr, Sommer, werden die Ergebnisse vorliegen, sowohl die Ergebnisse des Sanierungsgutachtens als auch die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, was den Neubau betrifft. Dann werden wir in die Bürgerbeteiligung gehen und dann werden wir entscheiden, wie wir mit dem Areal umgehen werden. Also spannendes Projekt, spannende Zeit. Letzte Frage. Gibt es irgendwas, worauf du dich am meisten freust jetzt in deiner nächsten Amtszeit? Da gibt es einiges. Da gibt es wirklich einiges. Aber um sich festzulegen, um da auch dann wieder den Kreis zu schließen mit einer der ersten Fragen, freue ich mich wieder, toi toi toi, solange es die, oder sobald es die Rahmenbedingungen wieder zulassen, auf viele, viele Begegnungen mit den Menschen hier in der Stadt und auf viele, viele gute Gespräche. Wunderbar, auch danke für dieses Gespräch. Herzlichen Dank. Das war Alexander Hettjes, amtierender Oberbürgermeister in Bad Homburg von der CDU. Danke, dass wir heute einen Platz in deinem Kalender finden konnten. Weiterhin viel Freude und Kraft bei deinem Wahlkampf. Danke, dass ihr an mich gedacht habt und jederzeit wieder und wir bleiben in Kontakt.